I'm high on the air I breathe. I'm starving, I'm waiting. Your presence is all I need. Ja, herzlich willkommen. Da sind wir wieder zum zweiten Mal beim Review Tuesday. Dieser wird etwas kürzer. Das liegt daran, dass ich ja das Konzept jetzt nicht mehr erklären muss. Wir begrüßen unseren Co-Kommentator Nick. Vielleicht sagt er heute etwas mehr. Wer weiß, vielleicht auch nicht. Manchmal ein bisschen störrisch, der Nick. Aber ein absoluter Experte, was Vinyl und gute Musik angeht. Das ist selbstverständlich. Ja, das Konzept brauche ich jetzt nicht mehr zu erklären. Ihr wisst, worum es geht. Ich lege gleich los und gehe direkt in die Vollen. Die Platte, die Nick und ich heute vorstellen wollen, ist kein aktuelles Album. Letztes Mal hatten wir ja die brandneue Scheibe von Per Gessle vorgestellt. Heute habe ich ein altes Schätzchen mitgebracht und dieses gleich in doppelter Ausführung. Ja, diese Platte ist für mich so eine der Einstiegsplatten damals in den 80ern, ja Nick, in die Heavy-Metal-Musik gewesen. Bei mir ist es ja so, dass ich sehr viel Musik höre und Bands höre und Acts und Künstler höre, die viele andere Menschen auch hören. Bands aus den 70ern, Bands aus den 80ern. Sich mein Musikgeschmack aber, der ist ja ein bisschen speziell, das hatten wir ja schon festgestellt, in den meisten Fällen nicht mit dem Geschmack der Allgemeinheit deckt. Also ich liege immer komplett gegen den Strom, gegen die Allgemeinheit und habe einen anderen Geschmack als den, den halt die normalen Fans und die normalen Musikliebhaber dann haben. Es geht um diese Band heute, die ich auch hier auf diesem Shirt habe. Und wenn man so unter den Fans von Judas Priest oder den Metal-Fans allgemein rumfragt, was ist denn das beste Album von Judas Priest, das geilste Album, dann hörst du in 90% der Fälle die Antwort, The Painkiller. Und bei den anderen 10% ist es dann Screaming for Vengeance vielleicht noch oder British Steel. Defenders of the Faith, auch schon nicht mehr. Ja, aber das ist so der Tenor. Und dieses Album ist mein absolutes Lieblingsalbum, zusammen mit einem anderen Album noch. Und diese beiden Alben werden da eigentlich nie genannt, ganz im Gegenteil. Mein anderes Lieblingsalbum wäre Killing Machine oder Hellbent for Leather. Das ist unter zwei Namen erschienen. Aber wir reden heute über dieses Album und das finden die meisten Die-Hard-Metal-Fans und Die-Hard-Judas-Priest-Fans eigentlich dann auch eher nicht so dolle. Für mich ist es das ultimative Judas-Priest-Album und es heißt Turbo und so sieht's aus. Ich zeige es mal hier rüber und die andere Version hier rüber. Erschienen 1986. Produziert wie immer von Tom Allom, der auch die Vorgängeralben alle produziert hat. Für mich ist es das Nonplusultra Judas Priest Album. Es ist in der Tat etwas kommerzieller, etwas poppiger als die Platten, die sie vorher gemacht haben, wobei ich persönlich jetzt ein Album wie Point of Entry oder eigentlich auch Defenders of the Faith auch schon recht poppig finde, also der Weg ging schon in die Richtung. Und wenn ich mir Songs anhöre wie Pain and Pleasure oder Fever von Screaming for Vengeance, das ist jetzt auch nicht weit weg. Und wir können auch noch weiter zurückgehen. Evening Star, Rock Forever, egal. Die Richtung war schon immer da bei Judas Priest. Und wir schreiben nun halt hier die 80er. Und in den 80ern haben alle angefangen, so ein bisschen mit Synthesizern, Keyboards rumzuspielen und zu experimentieren. Und Judas Priest machen das hier auch. Wobei, streng genommen machen sie es eigentlich auch nicht. Denn auf dem Album befinden sich eigentlich keine klassischen Synthesizer, sondern die Gitarristen,
Glenn Tipton, Katie Downing, die haben damals auf diesem Album Gitarren-Synthesizer verwendet. Das ist ein Instrument, das heute, glaube ich, schon wieder komplett aus der Mode ist. Damals war das irgendwie der letzte Schrei. Du hast Synthesizer-Klänge, also Synthesizer-Sounds, typische Keyboard-Sounds, spielen können über eine Gitarre, wenn du so willst. Also der Gitarren-Synthesizer war also wirklich so ein Plastik-Ding, an dem so ein Hals war, wie an einer Gitarre mit den typischen 6 Saiten, die du auch vom Gitarrespielen gewöhnt bist. Und du konntest also Keyboard-Klänge erzeugen, ohne auf einer Tastatur rumzuhauen, sondern als Gitarrist ganz normal, wie du auch Gitarre gespielt hast. Das Interessante ist, dass es zwar dann Keyboard-Sounds waren, aber trotzdem natürlich nicht 1:1 klang wie ein Keyboard, weil die Anschlagtechnik bei einer Gitarre ja was völlig anderes ist als auf einem Keyboard. Und nur so kriegt man diese riffartigen Keyboards hin, die sie zum Beispiel auf Out in the Cold, hört man das sehr gut, haben, oder auch in Turbo Lover. Und ich finde diesen Sound sensationell gut. Das Lieblingswort von mir auch mal direkt eingeworfen wieder. Ich bin ja eh so ein Synthesizer-Freak, also von daher, ich fand das schon cool. Viele konnten damit irgendwie nicht so viel anfangen. Ich finde das Album von vorne bis hinten, mit einer Ausnahme, zu der komme ich dann gleich noch, wirklich richtig stark. Es hat für mich ein paar der stärksten Songs, die Judas Priest jemals gemacht haben. Der verkappte Titelsong Turbo Lover ist mein Nummer 1 Priest-Song ever. Ein unglaublich starkes, atmosphärisches Stück, wie sich das aufbaut mit diesem staccato-artigen Rhythmus, wie Rob erst tief singt, dann hoch geht und überhaupt Rob, das muss man mal sagen, in vielen Interviews Rob Halford auch gesagt, dass es vielleicht nicht sein Lieblingsalbum ist, dass er andere Alben vielleicht auch stärker findet, weil mehr Metal und so weiter. Aber Rob Halford hat mehrfach gesagt, dass Turbo Lover, das Album, seine beste Gesangsleistung ist, die er jemals im Studio abgeliefert hat. Und da stimme ich auch absolut zu. Meisterleistung von Rob Halford. Ja, und Turbo Lover ist einfach für mich der Judas Priest Song überhaupt. Bis heute übrigens auch, glaube ich, in der Setlist live. Also es gibt eigentlich kein Konzert, wo sie es nicht spielen. Das tröstet mich ein bisschen. Also scheinen auch die anderen Fans den Song ganz gut zu finden. Das Album für mich unheimlich wichtig. Ich hatte damals auch ein Songbook zum Album mit Noten bzw. Tabulaturen. Ich spiele nicht nach Noten. Und habe also hier auch an diesem Album auch Tage und Nächte geübt und die Gitarrensoli Note für Note nachgespielt. Und ich finde auch das Gitarrensolo zum Beispiel von Turbo Lover finde ich ganz, ganz großartig. Das kann ich heute noch. Also, das mal nur so. Richtig, richtig starkes Solo. Man muss nicht immer irgend so ein Gefrickel, zweistimmiges Tapping spielen. Melodie bei einem Gitarrensolo finde ich persönlich viel wichtiger, und das ist ein super melodiöses Gitarrensolo. Ich fand auch immer das Ende von dem Solo geil. Ganz simpel, er hört das Solo auf mit so einem abgestoppten Staccato. Mega, also finde ich mega cool. Ihr merkt, ich finde an dieser Platte eigentlich alles cool. Ich kann sie von vorne bis hinten auswendig. Turbo Lover, genialer Song. Locked In, genialer Song. Private Property war so ein bisschen der Hit. Das ist sehr viel auf MTV gelaufen. Auch ein cooler Song, genauso wie Parental Guidance. Auch der war als Video damals präsent auf MTV und überall. Rock You All Around the World ist für mich so ein bisschen der einzige Rockrepierer. Da hat man so versucht, finde ich, ja, wir machen jetzt doch mal noch eine harte Nummer, die so ein bisschen an früher erinnert, aber auch nicht konsequent, und das ist für mich irgendwie in die Buchse gegangen. Seite 2 finde ich noch besser als Seite 1, und das ist so ein bisschen auch das Erstaunliche eigentlich. Die Lieder der zweiten Seite kennt man eigentlich gar nicht mehr. Die waren auch keine Singles, die haben sie live nicht gespielt. Es gibt ja diese, die ich übrigens auch sehr genial finde, dieses Live-Album zur Tour. So sieht das aus. Da spielen sie ja im Grunde die ganze erste Seite. Locked In ist da nicht drauf, ist aber auf dem zugehörigen Live-Video drauf. Also sie haben die ganze erste Seite von Turbo gespielt und von der zweiten Seite Out in the Cold, damit fängt das Konzert an, aber die anderen drei Titel nicht. Und ich finde, diese drei Titel
einfach großartig. Reckless, der Album Closer, für mich nach Turbo Lover der Judas Priest Song Nummer 2. Was für ein fantastischer Song. Das Lied ist sensationell, wird nie genannt im Zusammenhang mit den beliebtesten oder den besten Priest-Nummern. Ich verstehe es nicht. So ein geiler Song. Ich liebe diese Passage, wo Rob dann textlich über den Eintritt in die Stratosphäre singt und in dem Moment dann auch seine Stimme hochgeht, wie als würde sie abheben in die Stratosphäre. Das kann kein anderer Sänger so gut wie Rob Halford. Also ich wüsste keinen, der Metal-Gott hier auf der Höhe seines Tuns, definitiv. Auch Hot for Love finde ich super, den Song. Wild Nights, Hot and Crazy Days, was für eine geile Nummer. Out in the Cold, die wahrscheinlich schönste Ballade, die Judas Priest je aufgenommen haben. Wobei, es gibt noch zwei andere Balladen, die ich richtig, richtig, richtig stark finde. Das ist Night Comes Down von Defenders und Before the Dawn von meinem zweiten Lieblingsalbum Hellbent for Leather. Dennoch, lange Rede, kurzer Sinn, mein Judas Priest Signature Super Mega Album heißt Turbo. Das hier ist die Originalplatte von 86, die habe ich mir also wirklich damals auch gekauft. Ist ein bisschen in die Jahre gekommen. Single-Album, kein Gatefold, kein Double. Ja, Cover kann man drüber streiten, das Motiv ist jetzt nicht unbedingt der Kracher, soll wahrscheinlich hier irgendwie so ein Turbo-Schalthebel irgendwie von einem Auto sein, keine Ahnung. Ist jetzt nicht der Hammer. Auf der Originalauflage keine Bandfotos, keine Bilder, eingespielt in der klassischen Besetzung des Albums: Rob Halford, Glenn Tipton, K.K. Downing, Ian Hill am Bass und Dave Holland noch an den Drums, der ja dann noch das nächste Album Ram It Down eingespielt hat und dann entlassen wurde. Ja, Aufmachung ist okay, ist jetzt kein Kracher, es sind zumindest alle Texte drauf, es ist eine saubere Pressung, also die hier von 86, also eine erstaunliche, das könnte fast 140 Gramm sein, was für 86 schon beachtlich, da hatte man ja teilweise so mehr so dünne Alufolien als Schallplatten, also da kann man nicht meckern. Das Ganze ist dann 30 Jahre später, weil es nicht ganz stimmt, die ist 2017 rausgekommen, also eigentlich 31 Jahre später, als Turbo 30 noch einmal veröffentlicht worden, ist remastered. Ja, klanglich hat es sich etwas, es ist so ein typisches Remaster, würde ich sagen. Es ist ein Ticken gepresster, ein Ticken härter komprimiert, alles ein bisschen enger zusammen. Hat dezent die Bässe angehoben, aber ehrlich gesagt ist der Klang der Originalplatte auch schon sehr, sehr gut. Also das Remaster holt da jetzt auch nicht mehr so viel raus. Das war wirklich eine super produzierte Platte, auch damals schon. Man hat die Farben von dem Cover, wie man sieht, ein bisschen verändert. Hat jetzt das Ding auch nicht unbedingt rausgerissen, würde ich sagen. Ganz im Gegenteil, ich finde diese Covergebung deutlich besser als diese. Dafür ist der Druck ganz schön. Man hat das Schwarz hinten matt und hat mit so einem partiellen Glanzlack gearbeitet und die bedruckten die Bildpassagen so hervorgehoben mit diesem Glanzlack, der natürlich schön Fingertapsen anfänglich ist, aber ansonsten anfällig ist. Aber ansonsten ist das immer eine ganz schöne Idee. Im Gegensatz zum Original gibt es hier ein paar Bilderchen, genau drei Stück. Wir sehen Rob, wir sehen Ian Hill, unten die beiden Gitarristen und da im Hintergrund lümmelt sich so ein Schlagzeug rum. Dave Holland war ja auch damals wohl schon nicht so wichtig. Die Texte gibt es auch. Und definitiv schöner gemacht ist das Vinyl, wo man auf der alten Platte nur diese typische CBS 0815 Bedruckung hat. Hier hat man dann nochmal schön das Covermotiv drauf. 180 Gramm Pressung. Gute Pressung, gibt es nichts zu meckern. Also die Aufmachung auch hier. Kein Überhammer, aber durch den partiellen Glanzlack schon eine schöne Sache. Wie ich ja schon bei Per Gessel beim letzten Mal gesagt habe, was ich sehr begrüße auch an dieser Platte, dass man nicht, wie es heutzutage üblich ist, den Weg gewählt hat, aus diesem Album eine Doppel-LP zu machen.
mit zwei Titeln pro Seite, wo man dann alle 10 Minuten umdreht, sondern es ist genau dieselbe Konfiguration wie damals. Es ist das vollständige Album. Es gibt auch keine überflüssigen Bonustracks, irgendwelche schrecklichen Demos oder nicht abgemischte Liveaufnahmen, die dann oft den Genuss von so einer Platte eher stören als wirklich verbessern. Also Daumen hoch, auch für diese Neupressung. Beide Pressungen sollte man eigentlich relativ problemlos kriegen, auch die Originalpressung. Das war ein recht erfolgreiches Album. Also ich denke, auch das wird man bei Discogs oder ähnlichen Shops auftreiben können, um die 20, 30 Euro, denke ich. Und die Remasterte sollte es eigentlich noch im normalen Handel geben. Von mir ganz große Kaufempfehlung eines der Alben meines Schranks, meines Lebens, meiner Laufbahn. Ich liebe es und volle Punktzahl. Wer Metal mag, muss Priest sowieso mögen und ich ziehe Turbo, Painkiller und allen anderen Alben definitiv vor. Ja, das für heute. Ich werde das nächste Mal, ja, ich weiß es noch nicht, was ich das nächste Mal mache. Jetzt trinke ich noch ein Teechen und dann ist diese Ausgabe auch schon wieder zu Ende. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Vielleicht kannte der eine oder andere das Album ja auch überhaupt noch gar nicht und hat was Neues jetzt auch entdeckt, angeregt. Ich bin in einer Woche wieder da und ich hoffe, ihr auch.